In diesem Film nehmen wir euch mit auf unsere erste Reise mit dem neuen Karawan. Es ist geplant, nach Kappadokien zu fahren. Der erste Zwischenstopp wird in Konya sein. Konya ist von den Kilometern her nicht ganz die Hälfte. Aber wir denken, der Weg über das Taurusgebirge könnte anspruchsvoll sein, da wir dort starke Steigungen zu bewältigen haben. Vom Verkehr her läuft es sehr gut. Die Überlandstraßen sind sehr gut ausgebaut, übersichtlich und sehr oft zweispurig. Doch Steigungen bis zu 10% verlangen uns viel ab. Insgesamt sind wir mit ca. 4,3 Tonnen Gewicht unterwegs. Die fast 500 Newtonmeter Drehmoment reichen allerdings gut aus, um bei moderaten Drehzahlen die Pässe zu erklimmen. Die Landschaft hier ist atemberaubend. Wir fahren auf Höhen von ca. 1300 bis maximal 1825 Meter über Meer. Das ist eine weitere Erschwernis, da das Fahrzeug natürlich hier auch dünnere Luft hat. Insgesamt geht es aber sehr gut und wir kommen gut voran. Plötzlich werden wir von einer ganz bunten Landschaft überwältigt. Wir halten an und schauen uns das Ganze mal etwas näher an. Viele schöne bunte Skulpturen. Kleine Hundchen, Feen, Zwerge, Störche, alles Mögliche. Wenn man einen schönen Garten hat, kann man hier sicher einiges mitnehmen. Nach dem Überqueren vom Taurusgebirge gelangen wir auf ein großes Hochplateau. Konya liegt auf gut 1000 Meter über Meer. Konya ist die Hauptstadt der türkischen Provinz Konya. Es ist flächenmäßig die größte Provinz der Türkei und die siebtgrößte Stadt des Landes.
Die Gemeinde Konia hat einen ganz tollen Caravanplatz. Den testen wir gerne. Hier verbringen wir unsere erste Nacht im neuen Caravan. Noch etwas ungeordnet und zu viele Sachen dabei. Ich denke aber, das geht allen ganz ähnlich. Am Anfang weiß man ja nie, was man noch alles braucht. Die erste Nacht ist geschafft. Eigentlich ging's ganz gut. Die Durchgangsstraße hat uns nur wenig gestört. Am Morgen erkunden wir nochmals das Gelände und frühstücken dann gemütlich. Zusammenpacken und aufräumen. Nichts vergessen. Dann wollen wir den zweiten Teil unserer Reise in Angriff nehmen. Jetzt soll es zum Kratersee gehen. Da sind wir schon sehr gespannt. So ein Schock. Kurz vor Sultanhani geht ein Radlager kaputt. Mir ist schon einige Zeit aufgefallen, dass das Rad etwas Neigung hatte. Doch jetzt wird es ganz offensichtlich. Circa 20 Minuten vor Sultanhani erreichen wir zum Glück noch eine Tankstelle, wo uns geholfen wird. Der gut ausgerüstete Servicewagen hat alles dabei, was man so braucht für die Demontage. Nun wird versucht, die Bremstrommel von der Achse zu entfernen. Das gestaltet sich etwas schwierig, weshalb werden wir gleich sehen. Das Radlager hat sich komplett zerlegt. Später wird sich herausstellen, dass ein falsches Lager montiert wurde. Es war ein Lager für sogenannte Langsamläufer mit einem Kunststoffkäfig. Diese Lager vertragen große Wärme und starke Belastung nicht. Mit der ausgebauten Bremstrommel fahren wir ins Geschäft. Es ist sehr sauber, übersichtlich, gut geordnet hier.
Jana bleibt nichts anderes übrig, als an der Tankstelle auf uns zu warten. Es hat einen kleinen Markt und ein Simit-Café. Die Bremstrommel wird überarbeitet. Der Lagersitz wird neu ausgedreht. Kugellager werden organisiert und wir holen sie nachher in Axarei ab. In Axarei angekommen, im Industriegebiet, welches hier Sarai heißt, ist für mich immer wieder eine wunderbare Überraschung. Was es hier alles gibt, nicht nur Kugellager, Zahnräder, Riemen, alles Mögliche. Ich denke, es ist hier nichts unmöglich, man kann alles reparieren. Hier noch einige Eindrücke aus dem Industriegebiet. Die neuen Lager sind montiert. Wir machen uns nun auf den Weg zurück zur Tankstelle, um das Bauteil wieder zu montieren. Es braucht einige Anpassungsarbeit und dann passt es. Wenn so etwas passiert, ist das bestimmt nichts Tolles. Jedoch denke ich, später wird man noch oft davon erzählen, was auf der Reise alles passierte. Und solche Augenblicke werden sicher für lange Zeit unvergesslich bleiben. Die Zeit rennt sehr schnell, wenn man solche Sachen macht. Fatih, der Besitzer der Werkstatt, hat uns aktiv geholfen, ein Hotel zu finden, in dem wir auch mit den Hunden übernachten können. Wir haben ein tolles Zimmer bekommen und haben uns über die Gastfreundschaft sehr gefreut. Den Wohnwagen konnten wir vor dem Geschäft bei Fatih in der Firma parkieren. Er wird morgen früh das zweite Radlager erneuern. Damit verhindern wir, dass eventuell auf der zweiten Seite auch noch das gleiche Problem entstehen würde. Der Morgen beginnt mit einem guten Frühstück. In Sultan Hani fahren wir an der größten Karawanserei von Kleinasien vorbei. Sie wurde 1229 unter dem seldschukischen Herrscher Kai Kobad gegründet. Wir sind von der Freundlichkeit und der Hilfsbereitschaft der Türken voll begeistert. Bestimmt werden wir Fatih das nächste Mal besuchen, wenn wir nach Kappadokien fahren werden. Rechts im Bild sehen wir die moderne Werkstatt. Hier steht unser Wohnwagen. Das zweite Rad sollte auch schon bereits fertig sein. Wir freuen uns riesig darauf, weiterzufahren und Neues zu entdecken. Der nächste Stopp
wird am Narlegölü sein. Das ist ein Kratersee, der auf rund 1400 Metern Höhe liegt. Er ist ca. 21 Meter tief und das Seebecken entstand durch vulkanische Aktivitäten. Noch heute gibt es heiße Quellen rund um den See. Wir sind fasziniert von der Landschaft. Ganz hinten sieht man einen kleinen Waldabschnitt unten am See. Dort könnte man ganz bestimmt stehen bleiben. Doch unser Weg führt uns weiter nach Kappadokien. Wir brauchen noch etwa 1 bis 2 Stunden gemütlicher Fahrt durch eine wunderschöne Landschaft. Was wird uns dort noch alles erwarten? Wir sind gespannt. Die Fahrt führt uns durch eine wunderschöne Landschaft. In der Inkuyu, wo es sehr große unterirdische Höhlenstädte gibt, machen wir einen kleinen Stopp, um noch etwas Vorräte einzukaufen. Damit sind wir dann für die nächsten Tage wieder autark unterwegs. Unser Campingplatz liegt etwa 2 Kilometer oberhalb von Göreme. Er ist ruhig gelegen, sehr sauber und gepflegt. Warmwasser gibt es zu jeder Tages- und Nachtzeit. Sogar einen Pool haben wir. Hier ist unser Stellplatz. Ein Traum. Mit komplett schöner Aussicht. Unterhalb sieht man noch eine Fläche. Dort starten am Morgen die Ballone. Allerdings starten die nicht immer, nur wenn das Wetter gut ist. Langsam wird es Nacht. Wir machen den Wohnwagen bereit für die erste Nacht auf diesem Campingplatz. Den Hunden gefällt es, denke ich. Die fühlen sich hier pudelwohl. Nicht nur für uns ist das etwas Neues, auch für die Hunde. Aber sie werden sich sehr schnell daran gewöhnen. Am ersten Morgen warten wir vergebens auf die Heißluftballone. Das Wetter ist nicht gut zum Fliegen, sagt man uns. Trotzdem, wir genießen die Aussicht, es ist traumhaft hier. Also gemütlich zurück in den Wohnwagen. Einen feinen Kaffee gemacht, und etwas überlegen,
was wir heute noch besichtigen wollen. Wir bewundern etwas die Landschaft in der Umgebung vom Campingplatz. Und plötzlich sehen wir auf der unteren Ebene unsere Nachbarn von gestern. Die wollten nämlich heute den Ballonen zuschauen, wenn die aufsteigen. Sie standen frei am Rand von der Ebene, wo die Ballone starten. Doch heute flogen leider keine Ballone. Als wir gegen Abend feststellen, dass sie immer noch auf demselben Stellplatz stehen, wo die Ballone starten sollten, entschließen wir uns spontan dazu, sie zu besuchen. Wir erfahren, wo sie schon überall waren. Mit so einem schweren Lastwagen mit Allradantrieb kann man natürlich fast überall durch und man ist sehr autonom. An diesem schönen Ort werden auch Verlobungen und Hochzeiten gefeiert. Das wussten wir nicht, aber es ist tatsächlich ein wunderschöner Ort, um sich das Ja-Wort zu geben. Und wenn der Wind einmal ein bisschen weniger ist, dann bewegt man halt die Schleppe für Foto- oder Filmaufnahmen von Hand. Wir genießen hier einen wunderschönen Abend, zusammen mit unseren Freunden vom Campingplatz. In der Nacht ist die Stimmung ganz speziell. Wenn die Lichter angehen, erscheint alles in einem schönen Rot. Gute Nacht und guten Morgen. Der neue Tag zeigt sich wieder von der besten Seite, so wie unsere Batterie auch. Hallo, wir sind auch da. Ein bisschen Aufräumen geht jetzt vor, gespielt wird später wieder. Ganz in der Nähe vom Campingplatz entdecken wir die erste Sehenswürdigkeit. Da gehen wir doch gleich mal hin.
zauberhaft und schön. Uns gefällt es sehr gut hier. Noch schnell eine kleine Pause im Restaurant, wo wir einen feinen Orangensaft trinken. Die Hunde haben etwas Auslauf. Uns gefällt es super hier. Wir machen uns auf den Weg nach Ürgüp. Da gibt es einen großen Migros, bei dem man alles bekommt. Der Weg dahin ist auch wunderschön. Wir halten an einigen Touristen-Hotspots, schauen uns diese kurz an und dann geht's weiter Richtung Migros nach Ürgüp. Soll das etwa ein Abgastest sein? Ich konnte es nicht unterlassen, das zu filmen. Wir haben uns immer wieder ein Ziel ausgesucht. Doch als wir dann durch die Landschaft fuhren, gab es so viel Schönes zu sehen, dass wir auch zwischendurch angehalten haben. Wir haben bald festgestellt, dass hier eigentlich der Weg das Ziel ist. Es gibt so viele tolle Orte zum Besichtigen. Das ist fast unmöglich, das gut zu planen. Darum haben wir uns entschlossen, wir fahren zuerst einmal in der Gegend rum, fahren einzelne Punkte an, die wir gerne sehen möchten, und dann entscheiden wir weiter. Mit einem Fahrzeug, das etwas mehr Bodenfreiheit hat, ist man hier sehr gut aufgehoben. Die hässlichen Geräusche vom Frontspoiler oder vom Unterboden sind dann nämlich nicht zu hören. Etwas abseits der typischen Touristenrouten macht es auch viel mehr Spaß, die Sachen aus der Nähe zu besichtigen. Manchmal rüttelt es zwar etwas, aber das Erlebnis ist sehr schön. Hier fahren wir durch Göreme. Es ist ein wunderschönes Dorf, sehr touristisch und die Straßen sind sehr schlecht. Wir haben uns darüber gewundert. Ich bin nicht sicher, ob die demnächst saniert werden oder ob die immer so schlecht sind. Es holpert, hat Schlaglöcher und Schwellen.
Wir fahren nach Uchisar. Uchisar wird von einem 60 Meter hohen Burgfelsen dominiert. Ursprünglich konnten dort bis zu 1000 Menschen in den Höhlen leben. Heute ist der Felsen jedoch unbewohnt. Mit etwas Fantasie könnte man diese Landschaft ganz bestimmt für einen neuen Star Wars-Film verwenden. Ganze Städte entstanden hier unter der Erde. Gut 200 Anlagen gibt es. Einige davon kann man heute besichtigen. Es gibt Städte, in denen bis zu 20.000 Menschen wohnen konnten. Nicht nur in die Tiefe wurde gebaut. Auch die Spitzen der Felsformationen bis in die obersten Winkel wurden ausgebaut. Hier fand man bestimmt guten Schutz vor Angreifern, denn kaum jemand rechnete damit, dass hier wohl Menschen wohnen würden. Die eigenartigen Formationen nennt man Feenkamine. Ein neuer Morgen ist erwacht. Was sehen wir denn da am Himmel? Drei Ballone. Ob es noch mehr werden? Wir wissen es noch nicht. Doch wir warten ab und beobachten gut, was passiert. Vom Campingplatz aus haben wir einen wunderschönen Überblick. Wir beobachten das bunte Treiben am Himmel. Das Warten hat sich gelohnt. Gespannt beobachten wir die Ballone. Wie viele es wohl noch werden? Es werden ja immer mehr. Damit hätten wir nicht gerechnet. Und näher kommen sie auch. Das ist wirklich ein ganz schönes Schauspiel, das wir hier erleben dürfen. Die aufgehende Sonne beleuchtet die Ballone. Ein wirklich wunderschöner Anblick.
wie das wohl von dort oben aussieht? Ein Schauspiel der ganz besonderen Art. So etwas Schönes haben wir noch nicht aus der Nähe gesehen. Wirklich faszinierend ist es für mich, dass die warme Luft im Inneren des Ballons leichter ist als die temperierte Luft im Freien. Darum wird ein Auftrieb generiert. Je wärmer die Luft im Inneren und je kälter die Luft außen ist, desto mehr Tragkraft hat der Ballon. Ein Heißluftballon hat keine Flügel. Deshalb heißt es Ballon fahren und nicht Ballon fliegen. Also ob fahren oder fliegen. Hauptsache noch etwas liegen. Nach so einem schönen frühen Morgen genießen wir noch einen Kaffee und lassen den Tag gemütlich angehen. Was für ein Zufall! Auf dem Campingplatz sehen wir einen Wohnwagen. Einen solchen haben wir uns auch überlegt zu kaufen. Er war uns dann doch aber etwas zu klein. So sind wir heute froh, dass wir den größeren genommen haben. Im Wesentlichen sind Vulkane für das Landschaftsbild verantwortlich.
Vor Millionen von Jahren warfen sie Unmengen an Asche und Lava aus. Es entstand eine 100 bis 150 Meter dicke Ablagerungsschicht über dem Gelände. Vor etwa 1,5 Millionen Jahren begannen dann die verschütteten Flüsse und Seen, die Tuffsteinschicht zu durchbrechen. Starke Regenfälle, Überschwemmungen, unterstützt von Wind und Wetter, höhlten die Felswände aus. Die Gewässer gruben sich immer tiefer in den Stein ein und sprengten den harten Fels. (1985) wurde der Göreme-Nationalpark zum UNESCO-Kulturerbe der Welt erklärt. Kappadokien zählt zu den faszinierendsten Reisezielen der Türkei. Für Touristen gibt es hier jede Menge Aktivitäten. Wandern, Pferdreiten, Kamelreiten, mit den Quads durch die Gegend fahren oder einfach sich die schöne Landschaft zu Gemüte führen. Die ersten Spuren einer Besiedelung gehen auf das Jahr 6500 vor Christus zurück. Der Name Kappadokien stammt vom altpersischen Katpatukha. Das bedeutet so viel wie Land der schönen Pferde. Das kann gut stimmen, denn antike Quellen sagen, dass Kappadokien für seine Pferdezucht berühmt war.
Und wieder startet ein neuer Morgen mit Sonne. Wir schauen uns etwas auf dem Campingplatz um. Das Schwimmbad ist sehr schön und gepflegt. Die Aussicht wunderbar und unser Stellplatz einfach super. Den Hunden gefällt es auch. Mal schauen, wohin uns der heutige Ausflug führt. Es gibt viele wohlklingende Namen wie Love Valley, Rose Valley. Wir setzen uns immer ein Tagesziel, fahren hin und schauen es an. Und dort, wo es uns gefällt, steigen wir aus und schauen uns alles etwas genauer an. Große Wanderungen haben wir keine gemacht, aber ausgedehnte Spaziergänge schon. Es war immer wieder wunderschön, in dieser futuristischen Landschaft zu sein. Immer, wenn ich solche Straßen sehe, frage ich mich, wo führt sie hin und wie weit kommen wir? Schon oft haben wir so spontan ganz schöne Plätze gefunden. Neben der schönen Aussicht darf man nie vergessen, wo man fährt. Sehr oft hat es Unebenheiten, Löcher
oder andere Dinge, auf die man achten muss. Und wieder, finde ich, hat es sich gelohnt, etwas abseits der Touristenroute unterwegs zu sein. Wie die Täler alle heißen, habe ich mir nicht gemerkt. Man findet sie aber in jedem Reiseführer. Wir lassen uns einfach von der Schönheit der Natur und der Landschaft leiten. Unglaublich, was hier die Natur erschaffen hat. Wir staunen jedes Mal von Neuem, wenn wir das sehen. Es gibt hier einige Museen, die man gut anschauen kann. Sehr oft sind es Freilichtmuseen, in denen man draußen unterwegs ist und die Landschaft und alle Gebäude erkunden kann. Da es heute etwas regnerisch ist, verzichten wir auf einen großen Spaziergang und erkunden die Landschaft mit dem Auto. Eines steht fest, wir kommen wieder nach Kappadokien. Diese Landschaft, diese Schönheit. In einer Woche alles zu erkunden, scheint mir unmöglich zu sein, wenn man alles ein bisschen gemütlich nimmt.
Die Fahrt geht weiter durch die schöne Landschaft. Noch weiß ich nicht, wo uns der Weg hinführt. Doch wenn ich es sehe, wird mir es sehr bekannt vorkommen. Wir fahren ins Imagination Valley. Es war nie bewohnt, aber es ist etwas Besonderes, weil man darin sehr oft Tiere sehen kann. Man sagt, es gibt Kamele, Schlangen und Robben, als wäre man in einem Zoo mit lauter Steinskulpturen. Mit etwas Wehmut müssen wir leider feststellen, dass wir morgen nach Hause fahren werden. Aber wie gesagt, Kappadokien, wir kommen wieder. Uns hat es hier sehr gut gefallen. Wir möchten auch noch etwas bleiben. Aber alleine würde das bestimmt keinen Spaß machen. So fahren wir mit zurück nach Alanya. So ein Auto habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich denke, es kommt auf den Autofriedhof. Aber als ich das Auto genau filme, kommt nachher, so denke ich, der Besitzer zu mir. Ich frage ihn aus Spaß, ob er es denn verkaufen wollte. Er meinte, nein,
Das werden wir nochmals aufrüsten. Auf dem Heimweg kommen wir an so vielen schönen Orten vorbei. Es ist einfach fantastisch, wenn auch der Weg das Ziel ist. Ein kurzer, aber heftiger Regenguss. Das ist gut für uns. Denn so haben wir den ganzen Staub von den Ferien wieder vom Auto weg. Und im Hintergrund sieht man bereits, dass es im Süden schönes Wetter gibt. Während ich das Auto füttere, füttert Jana wieder mal Straßenhunde. Die Straßen sind hier sehr gut, praktisch überall zweispurig. Sie wird uns auf über 1800 Meter über Meer führen. Das zweite Mal überqueren wir nun das Taurusgebirge. Und zum zweiten Mal müssen wir sagen, die Landschaft hier ist traumhaft. Wir sind gut nach Hause gekommen. Wenn es euch gefallen hat, würde uns es sehr freuen, wenn wir euch auf einem der nächsten Ausflüge wieder mitnehmen dürften.